Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ernten wir Blutorangen auf der Diele. Diese sind gut 2 Jahre gereift. Gestern hatten wir draußen noch minus 8, 9 Grad. Aber schaut euch das an. Diese Pflanzen stehen über den Winter auf der Diele. Und hier überstehen sie auch den Winter. So, die haben sogar eine rote Schale. Die erste werde ich jetzt mal anschneiden. Schaut euch das Orangenfleisch an. Es ist blutrot und saftig. So, jetzt gibt's eine Kostprobe. Zucker, Zucker, süß und saftig. Und alles hier bei uns im Garten gewachsen und auf der Diele geerntet. Ja, da sage ich nichts mehr zu. Lecker. Schaut euch dieses Orangenfleisch an. Ja, was kann man mit solchen Orangen alles machen? Man kann sie natürlich einfach essen. Diese tollen Schalen, die werden wir aufbewahren, weil diese Orangen sind ungespritzt und wir werden die Orangenschalen trocknen. Ja, jetzt ist gut. Wir werden die Orangenschalen trocknen und da kann man dann Tee von machen oder zum Kuchen geben oder sonst was machen. Außerdem wachsen auf der Diele auch noch unsere Zitronen. Und da haben wir ja jetzt schon wirklich viele geerntet. Diese sind auch ungespritzt. Und es ist einfach eine tolle Geschichte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und bis später. Ich werde weiter berichten. Ciao.